Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie. Ja, ich sag es immer noch, einen Gruß an den Dominik. Ich spiele Forza Horizon 2 und wir fahren mit dem Nissan GT-R 35 Black Edition. Wir befinden uns auf dem Flughafen und versuchen, was heißt versuchen, eine gute Möglichkeit mit einem schnellen Auto, mit einem guten Auto, den Wheelspin hochzutreiben und die Boni freizuschalten. Das geht hier besonders gut. Ich habe das Video etwas schneller laufen lassen, sonst müsste man sich den ganzen Quatsch so langsam anschauen. Ja, fahrt einfach auf dem Flughafen, fangt am einen Ende an, hört am anderen Ende auf. Am besten geht's mit, wir fahren mit Handschaltung. Wie ihr seht, im dritten Gang, und dann ist er einfach immer nur schön mit dem Arsch hin und her wackeln. Rumdrehen, dann beim Rumdrehen ein bisschen rumrutschen. Das war's schon, das könnt ihr endlos machen, wie ihr seht. Wir sind oben mal 5, mehr geht nicht. Außer sei, ihr schaltet das Boni frei, dann müsste es sogar mal 6 gehen. Und dann einfach die Fahrbahn oder die Landebahn hoch und runter fahren. Wenn ihr oben seid, dreht sie rum, fahrt zurück. Und das einfach so lange, bis der Multiplikator oben euch reicht. Dann hört sie auf, dann kommt das mal 5. Und damit könnt ihr ganz schnell und einfach den Wheelspin hochtreiben, die Boni freischalten. Das macht ihr 2-3 Mal. Wir haben das einmal gemacht, jetzt glaube ich geht es bis 50.000 und dann mal 5, das sind 52.000. Wenn ihr ein bisschen Zeit habt und euch das nicht so langweilig wird, kann man das bis, was weiß ich, 70.000, 80.000 machen, 100.000 machen und dann mal 5, dann steigt ihr da so schnell auf, dass ihr euch da eigentlich keine Gedanken mehr machen müsst. Das ein kleiner Tipp von mir. Würde mich über einen Kommentar freuen, wenn es euch hilft, wenn es euch gefallen hat. Ja, schaut es euch an. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Schönen Abend noch. Ciao, euer Wookie.